Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Fritz Burschel, ich bin Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin zum Schwerpunkt Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit. Und wir sind Veranstalter am heutigen Abend gemeinsam mit unserem bayerischen Ableger, dem Kurt-Eisner-Verein und NSU-Watch, sowie der antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München, AIDA. Und ich freue mich sehr, dass wir ein volles Haus haben. Nicht zuletzt deshalb, weil ich vermute, dass so viele Leute im Raum etwas dafür sorgen, dass der Hall nicht so schlimm ist. Also wir sind gewarnt worden vorher. Wir wussten, wir haben es nicht ernst genommen, dass der Hall doch sehr, sehr stark ist. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Volleyballhöhe. Ja, Klaus, wie sieht's aus? Bei dir auch? Ja, ja. Ich denke, wir haben, Stimme tief halten. Ja. Wir haben einen illustren Gast bei uns, Klaus Teweleit, Autor des Buches, nicht nur des Buches, Das Lachen der Täter, Breivik und andere. Wir haben den Titel der Veranstaltung etwas variiert und haben gesagt Breivik, NSU und andere. Die Idee war, sagen wir mal, dass sich bei dem Begriff das Lachen der Täter natürlich der NSU auch als Objekt der Beobachtung anbieten würde und der ist im Buch etwas unterrepräsentiert. Und deshalb war meine Idee zu sagen, Klaus Teweleit soll nach München kommen, soll in den Prozess gehen mit uns zusammen. Und heute Abend unterhalten wir uns zum einen über das Buch, über das, was in dem Buch an Thesen entwickelt wird und dann natürlich auch, welchen Zusammenhang kann man da zum NSU, zu dem, was sich hier in München im Prozess im Gerichtssaal, im Oberlandesgericht hier abspielt. Und ich hoffe, dass uns das gelingen wird, diesen Bogen auch zu schlagen. Ich denke, also der Plan ist ungefähr so, dass Klaus Teweleit eine halbe Stunde ungefähr uns das Buch präsentiert und herausarbeitet, worum es in diesem, wie man sagen kann, wirklich schrecklichen Buch geht, nicht weil es schrecklich geschrieben ist, sondern weil es um schreckliche Dinge geht, um Mordexzesse und wie es dazu kommen kann und dass wir dann nochmal eingehen mit dem Wissen, was wir dann haben, auf den NSU-Komplex, auf das, was sich da abgespielt hat und womit wir hier in München eben im Zusammenhang mit dem Prozess auch konfrontiert sind. Vielleicht ein Wort noch zu diesem heilenden Resonanzkörper, in dem wir uns hier befinden. Das ist nämlich auch eine eigentlich sehr interessante Geschichte. Hier stand früher der Glaspalast, ein damals technisch sehr fortgeschrittenes Gebäude, in dem verschiedene Kunstausstellungen zu sehen waren, das hier im Botanischen Garten angesiedelt war. Und hier hat Oskar von Miller die erste Gleichstrom-Fernleitung aus Weilheim hergelegt, oder aus Miesbach, weiß ich nicht mehr so genau, hergelegt. Also das ist auch hat was mit elektrischem Strom zu tun. Und dieses Gebäude ist 1931 abgebrannt, komplett zerstört worden. Es war viel größer als dieses Gebäude hier. Dann war zwei Jahre lang hier eine große Eisbahn, auf der auch die Eishockeymeisterschaften ausgetragen wurden auf dieser Eisbahn. Die Nazis haben dann dieses Gebäude errichtet. Also wir sitzen eigentlich in einem Nazi-Bau. Vielleicht passt das zum Thema auch ganz gut, vielleicht auch nicht. Der allerdings dann dem Bombenhagel, also das Gebäude ist dann tatsächlich auch dem Bombenhagel zum Opfer gefallen, von Münchner Künstlern oder von bayerischen Künstlern nach dem Kriege wieder aufgebaut worden, gehört dem Freistaat Bayern, ist in Verwaltung der Gewerkschaft Verdi und eine unaussprechliche Künstlervereinigung betreibt dieses Haus mit Ausstellungen und nicht sehr häufig finden Veranstaltungen wie diese, also mit
gesprochenem Wort, was die Sache an Jahren, die ihr alle seht, durchaus kompliziert macht. Finden hier nicht so viele statt. Aber ich möchte mich auch bei unseren Gastgebern von der Schutzgemeinschaft Bildender Künstler oder so ähnlich heißt sie, bedanken, dass wir hier sein dürfen. Im Kunstpavillon. Und jetzt würde ich dann auch Klaus Teweleit nochmal offiziell begrüßen. Ich freue mich sehr, 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 dass du hier bist. Ich bin nämlich, wie wahrscheinlich einige von euch hier, jemand, der von sehr frühen Jugendtagen an von Klaus Teweleit geprägt worden ist. Er hat 1977 die Männerfantasien veröffentlicht, zwei dicke Bände, die sich mit dem soldatischen Mann, dem faschistischen Mann, dem Körperpanzermann beschäftigt und das unsere Diskussionen damals sehr stark geprägt hat. Seither ist meine Teweleit-Abteilung auf einen knappen Meter angewachsen und insofern freue ich mich sehr, ihn hier heute live da zu haben. Und ich würde dich jetzt einfach um deine einführenden Worte zu dem Buch Das Lachen der Täter bitten. Ja, danke, Friedrich, Fritz, für die Einladung, die Einführung. Metermann habe ich noch nie gehört. Lovely Rita Metermaid. Das ist aber, Metermaid ist die Parkuhr. Die Parkuhr, genau. Ja, okay, also etwa eine halbe Stunde. Ich gucke mal zur Uhr. Und um das gleich vorneweg zu sagen, in mancher Hinsicht ist dieses Buch eine Art Fortsetzung, der knüpft an vieles, was in Männerfantasien steht, mit neueren Materialien und auch mit einigen anderen Wendungen oder Drehungen. Der lachende Täter ist mir, es gibt ein paar Seiten in den Männerfantasien, wo diese Figur schon auftaucht, aber sie war mir damals nicht so zentral, wie sie mir dann vorgekommen ist oder geworden ist in den letzten paar Jahren. Ausgehend von dem norwegischen Killer Anders Behring Breivik. Aber ich habe das Buch nicht mit dem direkt eingesetzt, sondern mit ein paar Filmszenen aus amerikanischen Filmen, um gleich ein bisschen dieses Phänomen etwas breiter anzulegen, dass man jetzt nicht nur an die politischen Killer denkt. Der erste große lachende Killer hier auf den Seiten dieses Buchs ist nämlich Henry Fonda, der Gute, der Supergute und immer gerechte Problemlöser mit dem richtigen Colt im amerikanischen Western. Und aus dem hat, wie die meisten von Ihnen oder euch wissen werden, Sergio Leone 1968 in Serra una volta il West, Once Upon a Time in the West, Deutsch spiel mir das Lied vom Tod, einen grinsenden Killer gemacht, der am Anfang des Films einen 10-jährigen Jungen umlegt aus ein paar Meter oder halben Meter Entfernung und sein blauäugiges, tollstes Lächeln dazu aufsetzt und später im Film bei einer Erhängung sich daran mit hohem Lachen, mit einem explosiven Lachen daran delektiert, wie er einen jungen Mann aufhängt, der auf den Schultern eines anderen steht, der Mundharmonika spielen muss, und als der zusammenbricht, fällt er oben ins Seil und von da mit seinen blauen Augen und in einem Wahnsinnsgelächter. Ne, und ich mochte diesen Film damals überhaupt nicht, da ich ja Western-Fan war und dieser Film eigentlich den Tod des Western besiegelt. Aber Leone, da ist mir dann nachträglich mehr und mehr aufgegangen, hatte eine bedeutende Einsicht formuliert, zu der die meisten Theoretiker der Gewalt bis heute nicht gelangt sind, zum Ausdruck dieses exzessiven Lachens eines ganz bestimmten Killer-Typs. Anders Behring Breivik aus Oslo, 32, tobt sich aus am 22. Juli 2011 auf der kleinen norwegischen Insel Utøya. Dort, wo die AUF, Jugendorganisation der Arbeiterpartei Norwegens, ihr jährliches Sommercamp abhält, erschießt er binnen einer Stunde 69 Menschen, meist jugendliche Sozialdemokraten. Den Polizisten, denen er sich um 18.24 Uhr ergibt, stellt er sich vor als, Zitat, Kommandant der antikommunistischen Widerstandsbewegung Norwegens.
Emma Martinovic, 18, eine der Überlebenden, die dem Töter durch einen Sprung ins Wasser entkam, erzählt, wie das Gelächter des Killers sie begleitete beim panischen Fortschwimmen von der Insel. Behind us we could still hear the shooting, the screams, the laughter of the bastard as he shot and his shout to us, you won't get away. So notiert es der Reporter des englischen Guardian, der als erster die dem Tod entkommene Emma Martinovic befragt hat. Im Prozess gegen Breivik gibt es mehrere solcher Aussagen. Zitat, von dem schmalen Felsvorsprung, hinter dem Tonje Brenner kauerte, konnte sie hören, wie der Schütze jubelte, sobald er jemanden getroffen hatte. Juhu, schrie er wie ein Fußballfan, wenn ein Tor fiel. Breivik hatte sich, um ungehindert auf die Insel zu kommen, er musste dazu eine Fähre nehmen, ein Stück des Henry-Fonda-Effekts zunutze gemacht. Er war in der Gestalt des Guten erschienen, in einer Polizeiuniform, die Vertrauen heischte. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass er ein Polizist war, sagt Simon Brendan Mortensen, der Dienst hatte am Fähranleger. Er war freundlich, sagte, er sei der Anders und komme aus Oslo. Er müsse die Sicherheit auf der Insel überprüfen. Ich habe nicht einmal seine Autonummer aufgeschrieben. Der falsche Polizist macht Gebrauch von seiner Maske. Sie hörten einen Mann mit freundlicher Stimme rufen, hier ist die Polizei, ist da jemand, ich will euch doch nur helfen. Dann hörte Kali ein Mädchen rufen, sind Sie sicher, dass Sie von der Polizei sind? In dem Moment entdeckte Khalid die große Pistole in Breiviks Hand, sah, wie dieser den Arm hob und dem Mädchen in den Oberkörper schoss. Einfach so, sagt Khalid. Sie ist umgefallen und ins Gras gestürzt. Und als sie da lag, ist er zu ihr gegangen und hat ihr noch einmal in den Kopf geschossen. Danach hat er zu uns aufgesehen und gelächelt, als wollte er uns sagen, und jetzt seid ihr dran. Der Killer lächelt, lacht und tobt sich aus. 14-jährigen sozialdemokratischen Mädchen aus einem halben Meter Entfernung in den Kopf zu schießen, die so zutraulich sind, ihn für ihren Freund und Helfer zu halten, ist ein hohes Vergnügen und ein großer Sieg im Kampf gegen den norwegischen Kulturmarxismus, den der Tempelritter Anders Behring Breivik auf sein Panier, das heißt sein Internetmanifest, geschrieben hat. In seinem Manifest, 1500 Seiten im Netz, ins Netz gestellt am Tag vor dem Attentat und an 38 oder so Leute außerdem gezielt verschickt. Oslo 2012. Anders Behring Breivik stellt sich der Welt nicht vor als Individuum. Er definiert sich als Mitglied, als Teil einer übergeordneten internationalen Bruderschaft der Night Templars, einer Tempelritterorganisation, in deren Namen er sein Massaker an jungen norwegischen Sozialdemokraten verübt hat. Also Night Templars, nicht wie Nacht, sondern mit K, Ritter, Night. Wir sind die Night Templars und wozu braucht Breivik sie? Auf die werden wir nachher mal kommen, wer die tatsächlich sind, aber die hohe Bedeutung dieser Mitgliedschaft begreift man vielleicht am besten aus einer Bemerkung, die Breivik über seine Stiefmutter Tove Øvermo macht. Tove war angestellt bei der UDI, einer norwegischen Regierungsbehörde, in deren Zuständigkeit die Versorgung von Immigranten, meist Muslimen, mit regulären Papieren fällt. Als gemäßigte Kulturmarxistin und Feministin, wie Breivik seine Stiefmutter definiert, weist er sie der Verräterkategorie B zu. Sie ist eine bedeutende Frau in der Verräterkategorie A, sind Staatschefs und solche Leute. Sie ist eine bedeutende Frau in der Welt jener, Zitat, multikulturell, kulturmarxistisch und feministisch verseuchten Jungpolitiker, unter denen er gerade aufgeräumt hat. Ironischerweise, schreibt Breivik in seinem 1500-Seiten-Manifest, steht die UDI als bedeutende Institution der norwegischen Multikulti-Politik ziemlich weit oben auf der Liste möglicher Anschlagsziele der KT, wie Breivik die Organisation der Night Templars oft abkürzt. Zitat, obwohl ich Tove wirklich ganz gerne mag, würde ich den KT nichts vorwerfen, wenn sie bei einem Angriff gegen die UDI hingerichtet worden wäre.
als primäres Werkzeug der Verräter Kategorie B in Diensten des norwegischen Multikulti-Regimes und damit als Hochverräterin hätte sie damit zu rechnen gehabt. Ein Tempelritter, Exekutor mit höherem Berechtigungsausweis, kennt keine mildernden Umstände, etwa bei Familienmitgliedern, also auch keine prinzipielle Schonung einer persönlich geschätzten Stiefmutter. Hochverrat, High Treason, sein Manifest ist in Englisch, High Treason ist Breiviks Wort. Hochverrat kann man per Definition nur begehen als Staatsbürger eines Staats, gegen dessen höchste Sicherheitsbestimmungen oder Geheimhaltungsgesetze man verstößt. Als jemand also, der Aktionen startet, die dieser Staat als Existenzbedrohung auffasst und sich daher zur Verhängung der Höchststrafe, Todesstrafe, berechtigt sieht. Dieser Feind von innen aus den eigenen Reihen heißt Hochverräter. Indem Breivik hier mit Verräterkategorien operiert, setzt er sich selber und seine KTs als diesen Staat. Ein Privatstaat, der über dem tatsächlichen norwegischen Staat und seiner gewählten Regierung platziert ist und damit seine eigene Rechtsprechung hat. Diese schließt die Verhängung der Todesstrafe ohne irgendwelche Gerichtsbarkeit ein. Breivik handelt im Namen dieses höheren Rechts. Das gleiche tun, wie wir aus aktuelleren Fällen wissen, auch jene Dschihadisten, die in genau gleicher Begründungsart, nämlich im Namen eines Kalifats, das sie Islamischer Staat nennen, beliebige Gefangene ohne jede Art von Verhandlung willkürlich hinrichten und das Köpfen ihrer Opfer durch Halsabschneiden im Netz, bevorzugt auf YouTube, der Weltöffentlichkeit stolz vorführen. Der Killer grinst. Es ist das Generalabzeichen aller derartigen Organisationen, dass sie kein Recht oder Gesetz außerhalb ihrer eigenen Rechtsetzung anerkennen, ob man diese nun auf ein Buch wie den Koran gründet oder auf das höhere Recht einer europäisch-christlichen Rasse, die in Notwehr berechtigt ist, ihre Landes- bzw. Staatsfeinde zu töten, ohne Gerichte, ohne Beschlüsse, töten aus der Übergesetzlichkeit der eigenen Organisation. Dies Tötungsrecht kann jedes Mitglied für sich in Anspruch nehmen. Wenn psychoanalytisch oder psychiatrisch argumentierende Kommentatoren aus der Lektüre von Breiviks Internetmanifest und im Versuch, seine Taten zu verstehen, mit Ferndiagnosen wie Schizophrenie, Borderliner, Narziss und so weiter in die Zeitungsspalten drängen, dann hätten sie, läge dieser Typ bei ihnen auf einer Behandlungscouch, in etlichen Punkten vermutlich recht. Er liegt aber nicht auf einer Couch. Er ist auch sonst in keinem Behandlungszimmer anwesend, und zwar prinzipiell nicht. Man versteht von diesem Typ wenig oder gar nichts, wenn man ihn mit dem Typus Patient verwechselt. Wer das tut, unterstreicht nur, dass er der Rede dieses Mördertyps mit seinem Postulat vom höheren Tötungsrecht allen Realitätsgehalt abspricht, ihn für psychisch krank erklärt, sein Reden und Handeln somit nicht ernst nimmt. Wie viele Leute aber muss man umlegen, um ernst genommen zu werden? 77 reichen offenbar nicht. Er ist kein Patient, so wenig wie Himmler oder Hitler oder ein anderer dieser Mörder höheren Rechts. Wir haben es im Gegenteil zu tun mit Weltrettern, Leuten, die angetreten sind, uns zu heilen, und zwar mit technisch hochwertigsten Killergeräten. Der Faschist aller Länder und Kulturen versteht was von Waffen. Schon deshalb ist er kein Patient. Er ist der Arzt. Wir sind in seinen Augen Kranke. Leute, die der Heilung bedürfen, seiner Therapie. So habe ich Breivik in einer ersten Bestandsaufnahme seiner Kontur einen frei flottierenden SS-Mann genannt. Was war denn die deutsche Nazi-SS? Und was sind heutige gleichgelagerte Organisationen? Organisationen, die mit Berufung auf das Recht höherer Rasse oder höherer moralischer Reinheit oder des höheren Rechts des männlichen über den weiblichen Körper oder einer höheren Religion
überall auf der Welt uns mit ihren supergerechten Handlungen schockieren. Was war die SS, die aus einem oder mehreren der vorgenannten Komplexe das Recht zur Tötung bzw. sogar Ausrottung anderer gleich niederer Lebensformen ableitete, anderes als Breiviks Night Templars, die das höhere Recht des Tötens niederer Multikultis für sich in Anspruch nehmen? Der Unterschied liegt allein darin, dass die KTs nicht oder noch nicht die Staatsmacht selber sind, als deren Teil die SS im Nazi-Deutschland operieren konnte. Bevor sie offizieller Teil der Staatsmacht werden, sind Himmlers SSler nichts anderes als ein Tempelritterorden. Dieser ist im System Breivik die übergeordnete Organisation, der Ganzheitsüberkörper, dem er sich einfügt und der ihn ermächtigt, auch wenn er als nur ein Einzelner handelt. Ohne diesen Ganzheitsüberkörper wäre er ein Nichts, das heißt ein Normalbürger, der sich zu verantworten hätte vor der bürgerlichen Gerichtsbarkeit seines Landes. Eben diese ist durch die Konstruktion der Night Templars Organisation gleich seiner SS ausgeschaltet. Dieser Punkt, der trifft auf alle Killer, alle lächelnden Täter zu, die ich in diesem Buch behandle, handeln aus eigenem Recht, immer Teil einer Organisation, auch wenn sie als Einzelne auftreten, in deren Namen ihre Taten gerechtfertigt sind, sodass weder Schuldgefühle bei ihnen auftauchen brauchen, nicht auftauchen dürfen, weil eine höhere Instanz die Verantwortung dafür übernimmt. Sprünge. Ich habe die einzelnen Abschnitte im Buch immer überschrieben mit wie diesen zum Beispiel Indonesien 2013 und Irak 2014, Guatemala 1995 etc. Das sind Orte, die ziehen sich um ziemlich den ganzen Globus, und ich werde mich auch jetzt im Folgenden darauf beschränken, diese Orte hauptsächlich zu nennen, eine Art Überblick zu machen darüber, was Sie eine Ahnung haben, in welcher Breite, geografischen und politischen Breite, sich dieses Buch bewegt mit den einzelnen Killing-Akten. Indonesien 2013, das ist der Bericht über einen Film von Joscha Oppenheimer, den ich allen, die den nicht kennen, sehr empfehle, wenn er irgendwo auftaucht. The Act of Killing heißt er. Morgen übrigens kommt der zweite Film von Oppenheimer aus Indonesien in die Kinos, jedenfalls mancher Städte. Der heißt nicht The Sound, aber The Look of Silence. Das ist der Film, der geht mehr von den Opfern aus und einem 40-jährigen jungen Mann, der den Tod seines Bruders aufklären möchte bei den Morden 1965, 66 an den indonesischen Kommunisten, während der erste Teil, The Act of Killing, von den Tätern ausgeht. Beide Filme setzen ein mit lachenden Tätern. The Act of Killing mit einem der damaligen Täter, der auf der Dachterrasse eines Kinos nachspielt, tanzend, singend, in Cha-Cha-Cha mit Marihuana und Bier, wie sie damals die Kommunisten alle gemacht haben, wie er sagt. Er kann das so vorspielen, weil diese Killer von 65 in Indonesien bis heute hin überwiegend als Helden galten und gelten. Zum Teil sind Leute, die das in Auftrag gegeben haben, immer noch an der Macht. Und der zweite Punkt war, können wir vielleicht später drauf kommen, falls wir drauf kommen, dass diese Leute das so gerne nachspielen, weil Oppenheimer so schlau war, nicht zu sagen, ich drehe eine Dokumentation über die damaligen Morde, sondern ich mache einen Film darüber, und zwar mit euch. Und sie sind stolz, das vorzuführen, was sie damals gemacht haben, und fühlen sich als Stars dieses Film, weil sie alle in den 60er Jahren von Hollywood-Gangsterfilmen und Western infiziert sind, die sie vollkommen überfahren haben, und sie können sich nichts Tolleres vorstellen, als in so einem Film zu agieren. Und jetzt kommt dieser amerikanische junge Mann und macht mit ihnen diesen Film, und sie führen das alles bereitwillig vor. Der Killings damals, das ist eine der eindrücklichsten Sachen, die man heute sehen kann. Das ist ein gräulicher Film, schwer auszuhalten. Wer sowas aushält, sollte den unbedingt angucken.
gut, die Station weiter. Es geht über in Kambodscha, in den Phnom Penh und so weiter. Die Killings sind in einigen Romanen dargestellt. In Irak 2014, Vergewaltigung von Jesiden-Mädchen durch diese besondere Geschichte, dass jemand angerufen wird, ein Bruder am Telefon, einer sagt, weißt du, wen ich hier habe? Haha, haha, ich habe hier deine Schwester. Und Gelächter. Was machen wir? Der ist ja klar, sie wird vergewaltigt. Und das Lachen kommt durchs Telefon bei den Jesiden mit der besonderen, furchtbaren Geschichte, dass diese vergewaltigten Mädchen dann oft von denen nicht wieder aufgenommen werden, weil die auch eine Sorte Verrückte sind. Und also die Gekillten sind nicht immer die Guten, das ist was dem nebenbei zu sagen. So, das Buch lege ich erstmal weg und halte mich an meinen Zettel. Es geht in Abu Ghraib, ähnliche Geschichten gibt es nicht nur von Amerikanern, sondern auch in der britischen Armee und auch Irak, das zu Tode quälen eines britischen Kellners, der irgendwas der Geier was getan hat oder auch gar nichts, der in einem Hotel zu Tode gefoltert wird mit Eisenstangen, aber vorher muss er zu Michael Jackson Musik den Moonwalk tanzen und die British Soldiers lachen sich tot und dann ist der tot. Karadzic, Mladic vor Gericht in Den Haag, wenn etliche von euch mitbekommen haben, wie sie, wenn Leute im Zuschauerraum auf sie reagierten, auf ihre Erzählung oder zusammenbrachen mit dieser grinsenden Geste und Hals, eine Geste, die wir auch aus Claude Lanzmanns Shoah-Film kennen von einigen polnischen Bauern. Das kennen wir von da. Guantanamo, das haben fast alle im letzten Jahr gelesen, die Berichte nochmal von der Madame Feinstein, wobei ich aber im Buch nur zitiert habe aus dem Bericht 2004, ja, 10 Jahre alt, wo alles das schon mal drin stand. Ganz genau das Gleiche über Guantanamo. Also im letzten Jahr kam nicht eine einzige neue Information dazu, sondern nur die Neuauflage. Und kein Journalist, kein Artikel, den ich gelesen habe, merkt das an, dass wir das seit 10 Jahren kennen. Sie gelöscht, verdrängt, vergessen, weiß der Teufel. Und also offenbar will das Hirn auch von Leuten, die sich damit befassen, das nicht so gerne behalten. Die Hinrichtungen haben etliche durch den Islamischen Staat gesehen auf YouTube. Eine besonders dabei die Hinrichtung von James Foley, dem amerikanischen Journalisten, der nicht nur in Guantanamo-Klamotten, in diese orangen Klamotten gesteckt wurde, ne, der islamischen Gefangenen in Guantanamo, sondern der war auch noch zum Islam übergetreten, wie Leute, die freigelassen wurden, weil Lösegeld gezahlt wurde, berichten. Und zwar ernsthaft, also nicht nur um sich zu retten, sondern beten am Tag, er hielt die anderen Gefangenen an, 5 Mal und machte alles, aber genau den stellen sie vor die Kamera und sagen, haha, du denkst, du trittst zum Islam über und dann wirst du verschont. Getäuscht, mein Lieber. Pakistanische Taliban, die Mädchen erschießen, Kinder, hauptsächlich Mädchen in der Schulklasse, wo sie reingehen und sagen, wessen Vater ist Offizier? Und die Naiven melden sich und werden gleich umgelegt auf der Stelle, weil die pakistanische Armee die Taliban offiziell bekämpft, müssen die Schulmädchen daran glauben. Und Abu Ghraib im Siegerland, werden auch etliche erinnern, vor 2 Jahre her oder 1 Jahr erst, die Wärter in den Heimen, in den Flüchtlingsheimen in Burbach, die in Abu Ghraib-Manier einen Fuß in den Nacken von jetzt nicht Häftlingen, sondern tatsächlich Flüchtlingen, ja nur, die sie bewachen sollen, stellen, das fotografieren, die Fotos rumlaufen lassen. Also auch da die Inszenierung, wie auch bei den Köpfen SIS, die Inszenierung, darauf werden wir später kommen, gehört immer unbedingt dazu. Dieser Tätertyp will, dass man das sieht und will auch die Inszenierung und seinen Siegerakt ausgestellt haben. Das gehört zum Genuss dieser Geschichten, die sich dann in exzessivem Lachen äußern, dazu. Weiter Deutschland, die Paulchen-Panther-Witze im Video des NSU, darauf kommen wir nachher, die übergehe ich jetzt. Und, Sprung nach Ruanda. 1995, das Killing der Tutsi durch die Hutu,
von was Milo Rau unter anderem beschrieben hat in seinem Theaterstück Hate Radio, nämlich wie dieses Killing von einem Radio, in dem vier jugendliche Moderatoren saßen, die unter Kiffen und Bier trinken und feiern und tolle Musik spielen, immer die Nachrichten weitergaben, wo sich Tutsi befinden, die immer nur Kakerlaken heißen in diesem Radio. Und Milo Rau sagt Killing als Volksfest. Zum ersten Mal auf die ausführlichste Beschreibung davon bin ich gestoßen bei Rigoberta Menchú, die das für Guatemala in den 90er Jahren beschreibt, die Death Squads, die Indio-Dörfer auslöschen, killen unter der Behauptung, das seien Guerilleros. Und immer mit der Spaltung, die eine Hälfte des Dorfs muss antreten und zugucken und wie die andere Hälfte hingerichtet wird. Also als Theaterstück geradezu inszeniert mit 3 Stunden langer Rede, jede Verwundung erklärt wird von den Einzelnen, jede Folter und dann die mit Benzin übergossen werden, angesteckt und die unbewaffnete Bevölkerung will auf die losgehen. Und die Soldaten ziehen sich zurück unter Gelächter. Es ist Fiesta. Lang lebe der Präsident und so weiter, beschreibt Rigoberta Menchú diese Szene, an der es mir überhaupt zum ersten Mal am allerdeutlichsten aufgegangen, welche Rolle das Staging, wie das dann bei einer amerikanischen Theoretikerin später heißt, die Ausstellung dieser Mordakte für die Leute spielt, die sie begehen. Gut, ein Sprung zum Gelächter deutscher Kriegsgefangener in englischen Kriegsgefangenschaft 1943. Die wurden heimlich abgehört und ihre Gespräche aufgezeichnet und später abgetippt von der britischen Armee, in den 90er Jahren freigegeben für die National Library. Dort hat der deutsche Historiker Sönke Neitzel die eingesehen und durch ein englisches Buch darauf aufmerksam geworden. Dort finden sich jede Menge, also die Engländer haben das abgehört, weil sie hofften, sie kriegen Informationen zum Krieg, weil der Krieg ja noch lief, kriegswichtige Informationen. Sie kriegten aber zum großen Teil Erzählungen der Kriegsgefangenen untereinander, wie sie mit Gelächter davon berichten, wie sie Juden umgelegt haben, wie sie jüdische Mädchen oder Frauen, wie sie es ausdrücken, gebürstet, gehackt und so weiter, bevor sie sie in die Grube geschickt haben und die Umhörenden jeweils brechen in Gelächter aus und feiern das. Mit Gelächter, die nach dem Krieg ja bekanntlich kein Gedächtnis mehr hatten von das, was sie getan hatten. Eine sehr irre Belege dieses auch da wirklich exzessiven Lachens. Noch ein Sprung weiter zurück zu den Lynchmorden in den USA, 1900 so und so viel bis in unser Jahrhundert rein, wo die Lynchmorde fotografiert wurden. Das Gelächter der umstehenden Weißen und auf Postkarten gedruckt und diese Postkarten verkauft wurden, Seller, große Seller waren. Ein Bob Dylan-Song fängt übrigens damit an, mit diesen Postkarten, das bezieht sich auf diese Lynch-Morde. So, was haben wir noch? Das sind so die meisten. Nicht zu vergessen, ja gut, Susan Sonntag, die sich, nachdem sie die Abu Ghraib-Geschichten zur Kenntnis genommen hat, äußert in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel, wie sie entsetzt darüber ist, dass solche Sachen als Art Initiationsriten unter amerikanischen College-Studenten sich durchsetzen, die erstmal durch so eine Sorte Vergewaltigung und beinahe Tötung gehen und die anderen das genießen. Das führt direkt auf eine Sache und Lachen, die heißt Happy Slapping. Kennen vielleicht auch einige. Das ist eine Untersuchung von 2006 gewesen, von Psychoanalytikern mit deutschen Schülern, 30.000 oder so, die sie befragt haben. Happy Slapping ist der Vorgang, dass die Schülergruppe sich einen nimmt, den zusammenschlägt und einer das mit dem Handy aufnimmt. Und dann gucken die anderen das Handy an und lachen sich über ihre Tat schief. Deswegen heißt das Happy Slapping für die, die zuschlagen. Diese Untersuchung brachte hervor, dass ein Drittel aller befragten deutschen Schüler sowas schon mal gesehen hatte oder wusste, dass es es gibt. Teils auch daran beteiligt, noch verbreiteter auf amerikanischen Schulhöfen. Wozu Susan Sonntag, einen amerikanischen Radioreporter zitiert, der die Soldaten in Schutz nimmt und sagt, Leute, meckert doch nicht auf denen rum, wenn die sowas machen. Denkt dran, dass die ja jeden Tag ihr Leben riskieren und in Angst leben und die brauchen auch eine Spannungsabfuhr.
Und Spannungsabfuhr dafür ist ein anderes Wort, Homöostase, das im Zentrum eines der theoretischeren Kapitel in diesem Buch steht. Das ist so aufgebaut, dass immer ein Kapitel heißt Lachen 1, dann kommt Theorie 1, dann kommt Lachen 2, dann kommt Theorie 2, Lachen 3, Theorie 3. Das, wo ich die verschiedenen Ansätze, wie damit umgegangen wird von heutigen Autoren, so wie in der Spirale aufbaue, bis ich zum Schluss noch ein paar Sachen dazu füge, die bei den anderen Sachen, bei anderen Leuten nicht vorkommen. Oder Homöostase, das ist der Zentralbegriff im Schreiben von Antonio D'Amejo, amerikanischer Neurobiologe, war mal in Harvard, wo er jetzt genau ist, weiß ich nicht, der in seinem Buch, das heißt Self Comes to Mind, in Englisch, auf Deutsch mit dem bescheuerten Titel Selbst ist der Mensch, die Linie dieser irren Übersetzung hört nie auf, Self Comes to Mind, erläutert, wie alles, wie unsere Hirne entstehen, wie die Hirnstruktur entsteht. Und er denkt, er kann das inzwischen belegen, die Neurobiologen denken, sie können das auch inzwischen experimentell belegen und nachweisen, dass der Gehirnaufbau aus der Körperlichkeit kommt. Jede Sache, die von uns an uns von außen herankommt, ist erstmal ein körperlicher Reiz und wird im Körper verarbeitet und der Körper sendet diese Sachen sozusagen ins Gehirn und das Gehirn legt Karten davon an, kartografiert diese Empfindungen, ne, sagt er, Mapping. Und das führt zu diesem Punkt, dass wir natürlich bestimmt das Gehirn später bestimmte Handlungen, die wir vollführen, aber sein Bau läuft erstmal nach dem, was in den Körper eingegangen ist. Und wenn da sehr viel Gewalt eingegangen ist und sehr viel Zerstörerisches, welcher Art auch immer, dann bildet sich das in einer bestimmten Weise in dem dazugehörigen Gehirn ab. Und im Extremfall bei, und das ist der Fall bei diesen Killerleuten, denke ich, kommen sie zu dem Spannungsausgleich, zu dem jede körperliche Zelle hinstrebt, ne, sagt der Mensch, ob das eine tierische Zelle ist, eine pflanzliche oder eine menschliche, alle streben zum Spannungsausgleich innerhalb der Zelle. Das ist das Lebensprinzip, ne, überhaupt auf dem Globus dieses Lebens, das sich aus Zellen zusammensetzt. Und der Spannungsausgleich führt zu einem Selbstgenuss dieses Körpers und zu einer, ne, zu einem, ja, ist ein Lustzustand, ein sanfter Lustzustand, wenn man den erreicht. Den erreichen bestimmte gestörte Körper oder zerstörte Körper, die ich auch Fragmentkörper nenne, die nie dieses Ich ausbilden, worüber wir später noch reden können im freudschen Sinne, sondern die von einer inneren Gefährdungsstruktur, also mit der Unmöglichkeit, Gefühle zu integrieren und andere Leute aufzunehmen und diese innere Struktur auszubilden, dieser Fragmentkörper, der sich selbst zusammensetzt, der immer in Angst vor dem Zerfall ist, sich selbst zusammensetzt durch Gewaltakte. Wir kommen also an den Punkt, dass es bestimmte Körper gibt, die zu diesem Gefühl der Homöostase nur durch Gewaltakte kommen. Die Homöostase des zur Aktion freigesetzten Fragmentkörpers geht übers Töten. Aber nicht übers klandestine Töten des Verbrechers, der nicht geschnappt werden will. Zur Homöostase des Fragmentierenden gehört das Schauspiel des Tötens, kulminierend im exzessiven Gelächter der Ausübung höchster Macht. Die Entladung äußert sich in Rauschgefühlen. Der Rausch ist zum Brüllen. Das Gelächter ist wie das orgiastische Gefühl der Killer. Töten ist das zentrale Mittel dieser Körper zum Erreichen des Spannungsausgleichs. Dieses Ereignis ruft ein Glücksgefühl hervor, also lacht er dabei. Nur das Töten scheint ihm zu erleichtern, so wie andere Menschen etwa der Liebesakt oder das Anhören einer geliebten Musik erleichtert. Körperlich, energetisch sind das vergleichbare Vorgänge. Der Unterschied liegt in der grundlegenden Differenz der Körper. Organisation. Das ist ein Punkt, der schon in Männerfantasien zugrunde liegt, wo ich versucht habe zu zeigen, dass Faschismus keine Ideologie ist, sondern, wie ich da sage, eine Art und Weise, die Realität herzustellen, dass ein bestimmter Körper zu faschistischen Formen, Organisationsformen, staatlichen, persönlichen Hierarchien, immer Hierarchien drängt.
Ich hatte nur bei Männerfantasien sozusagen keinen Beweis dafür in der Hand. Ich habe das da behauptet, weil ich das aus den Schriften dieser Leute und aus ihrem Verhalten entnommen habe mit diesen D'Amejo-Geschichten. Scheint das oder ist das inzwischen sogar belegbar? Also die Politik geht von den Körpern aus. Danach bilden sich die Gehirne aus und die Ideologien. Und die Ideologien, das ist auch einer der Punkte, ne, dieses Buchs, und damit habe ich die halbe Stunde ungefähr rum, ne, sind austauschbar. Ob man sich auf den Koran beruft, auf die höhere Rasse, auf dies oder jenes, dass es jeder Mensch, der nicht ganz blöd ist, ne, und so funktionieren unsere rationale Gehirne, findet rationale Argumente dafür, für das, was er tut. Mit Breiviks Rede vor Gericht in Norwegen ist ein einziger rationaler Sermon, warum Norwegen sich dem Islam ausliefert und warum er seine Taten also begehen muss und deswegen ein Held ist. Die Rede ist, man kann man seitenweise in das Buch von Sarrazin reinstellen und umgekehrt ist, und woraus man, eine der Folgerungen, die ich daraus ziehe, ist, man soll nichts auf Leute geben, die eine Stunde lang ihren Standpunkt begründen, das sind Faschisten. Deswegen belassen wir es bei dieser halben Stunde. Und versuchen, also ich würde sagen, wir versuchen jetzt nochmal den Bogen zum NSU-Komplex zu schlagen. Und dann würde ich auch wirklich gerne sehr schnell euch die Möglichkeit geben, Anmerkungen und Fragen zu platzieren. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, NSU nennt sich Nationalsozialistischer Untergrund, eine Gruppe von Leuten, von Faschisten, von Neonazis in Deutschland, die Ende der 90er Jahre in den, ja, sowas wie den Untergrund gegangen sind und dann 13 Jahre lang dort verblieben sind und in dieser Zeit 10 Menschen ermordet haben, 9 davon aus rassistischen Motiven, also mit Menschen mit migrantischem Hintergrund, und eine Polizistin, wenn ich das so zusammenfasse, dann immer unter der, wie soll man sagen, unter der Überschrift, dass irrsinnig viele Dinge noch ungereimt sind und unklar sind, man nicht alles weiß, was da wirklich geschehen ist. Es sind Menschen ermordet worden, es sind mindestens 3 Sprengstoffanschläge gegeben, einen Nagelbombenanschlag in Köln, in der Kolbstraße mit verheerenden Folgen und sehr vielen zum Teil schwer Verletzten. Und es hat, nebenbei möchte ich, kann man fast nicht sagen, auch noch mindestens 15 Bank- und Raubüberfälle gegeben. Einiges, was Klaus ausgeführt hat, lässt sich finden, allerdings in diesem Fall weniger mit einer sofortigen Zurschaustellung, sondern eher mit einer nachträglichen. Das heißt also, in dem Bekennervideo, was beim Auffliegen des NSU am 4. November 2011 bekannt geworden ist, findet eigentlich tatsächlich die Verhöhnung der Opfer statt. Es ist ein ausgesprochen elaborierter Video, also sehr kompliziert gemacht, mit mehreren Schnittfassungen, in denen zum Teil Zeitungsausschnitte, Filmausschnitte, aber auch von ihren Opfern selbst gefertigte Fotografien dargestellt werden. Und dieser ganze wirklich monströs gemeine Film macht sich im Grunde genommen über die Opfer des NSU lustig. Ihre Selbstzuschreibung oder von ihrem ideologischen Herkommen, da haben wir nicht die Knight-Templer oder andere Organisationen, sondern sie würden sich, so könnte man sagen, das tun sie jetzt nicht ausgesprochenerweise, sowas wie der weiße arische Widerstand oder deutsche Widerstand oder deutsche Widerstandskämpfer. Also es gibt so einen Bezug auf eine höhere Ordnung, die Deutschen müssen gerettet werden vor diesen Begriffen, die wir kennen aus der Diskussionen mit Neonazis in Deutschland, Deutschland muss vor dem Volkstod, vor dem Aussterben, vor der Überfremdung, vor der Überflutung gerettet werden. Diese Begriffe hallen ja im Moment wieder in den Hassdemonstrationen gegen hier ankommende geflüchtete Menschen. Und also da ist die ideologische Verortung des NSU klar. Es gibt einige,
möchte mal sagen, geradezu bilderbuchmäßige oder Charakteristika des NSU, die darauf hindeuten, dass sie sich auch als Teil einer großen arischen Widerstand, also einer weltweiten weißen Widerstandsbewegung gefühlt haben. Denn es gibt, sagen wir mal, vor allen Dingen von US-Seite und aus Großbritannien geradezu Blaupausen und Handbücher, wie man sich im Untergrund verhält. Und da steht eben zum Beispiel drin, keine Bekennerschreiben, um die Verunsicherung bei den Opfern möglichst hoch zu fahren, Banküberfälle begehen, um sich im Untergrund über Wasser zu halten und trotzdem aber immer alle Beweise, also Trophäen, erbeutete Waffen, erbeutetes Geld immer mit sich führen, um für den Fall, dass man auffliegt, auch sofort erkannt zu werden als diejenigen, die diese Dinge alle begangen haben. Also deswegen wurden in dem Wohnmobil, in dem die beiden Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sich vermeintlich oder tatsächlich selbst erschossen haben, hat man die ganzen Trophäen und Devotionalien gefunden, die sie so eingesammelt haben in ihren, bei ihren Mordtouren, die Waffen der Polizisten. Michelle Fiesewetter ist ja gemeinsam mit, also die Polizistin aus Baden-Württemberg ist gemeinsam mit einem Kollegen angegriffen worden, sie ist gestorben, der Kollege hat das wie durch ein Wunder überlebt. Also wir haben einige Aspekte, die Klaus genannt hat. Wir haben dieses filmgewordene Hohngelächter und wir haben dann als übrig gebliebene von dem Kerntrio dieses NSU, also Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, haben wir die Angeklagte Beate Zschäpe, die sich im Gerichtssaal hier in München sehr deutlich verändert hat in den letzten Monaten. Ganz am Anfang war das war so ein Auftrumpfen und so ein Kokettieren mit der Situation und auch mit der Aufmerksamkeit, der öffentlichen Aufmerksamkeit, ihr ins Gesicht geschrieben. Sie hat das genossen, sie fand das gut, sie stand im Mittelpunkt, alle haben sich über sie unterhalten, alle Kameras auf mich, ich bin hier. Und sie hat sich im Gerichtssaal sehr kokett verhalten, sehr entspannt, so als ging es um einen, Eierdiebstahl. Und das muss natürlich vor allen Dingen für die Angehörigen, die das ja anschauen mussten, also Angehörige der Ermordeten, die als Nebenkläger im Gerichtssaal anwesend sind und sehen eine völlig ungerührte, völlig entspannte Angeklagte, die möglicherweise oder sehr wahrscheinlich für die Taten mitverantwortlich ist. Sind das Aspekte, die in deine Interpretation reinpassen, so wie ich es jetzt auch nochmal aufgefächert habe? Oder inwieweit kann man deine Thesen auf den NSU anwenden? Auf das Video, das ist im Buch ja auch erwähnt, nicht nur erwähnt, sondern daraus zitiert, also ganz klar. Das ist ja nicht nur einfach ein Video, das die Taten der Welt zeigen will, sondern das ist ein Comic, der das auf, also als komisch verstanden werden soll. Also der ganze Off-Kommentar in diesem Video ist ja gereimt. Und zwar in so Wilhelm Busch-artigen Rhythmen. In der Mitte der Satz: von jeher Leidenschaft erweckt die Jagd aufs lebende Objekt. Und das wird da vorgeführt. Also alle Schritte, die Paulchen Panther, diese Comicfigur, die sie da adaptiert haben, aus, ich weiß nicht genau welchem Comic, der da durchgeht, der begeht sozusagen die Morde in diesem Video. Und man soll darüber lachen. Und dann zeigen sie sozusagen als Realitätsbeweis Ausschnitte aus Tagesschau, Polizeieinsätze an den Mordplätzen etc., die sind aus dem Fernsehen genommen und da reingesetzt. Das ist also erstens, womit sie unterstreichen, dass sie das waren mit den Morden. Dieses Video kursiert im rechten Untergrund und auch Songs wie Neun sind nicht genug von rechten Rockbands zum Zeitpunkt, als die Landeskriminalämter immer noch behaupten, dass die Taten seien von denen selber begangen, aus Türken oder Griechen zusammenhängen. Lacht der deutsche NSU-Untergrund sozusagen die verfolgende Polizei aus, indem sie in diesem Video ausstellen: wir sind das und neun sind nicht genug. Es geht also weiter. Das ist dann halt unterbrochen worden, aber das genau war
war das Ziel und der Plan. Und von daher passt das, muss gar nicht passend gemacht werden. Und ich habe das genau auf der Ebene zitiert. Und mehr wusste man ja auch im Moment, als ich das Buch geschrieben habe, noch kaum. Nicht? Ich hätte es ein bisschen ausführlicher beschreiben können. Damals habe ich es auch nur aus Zeitungsartikeln genommen, ne? So wie fast alle Texte, Situationen aus den letzten 2 Jahren, die ich in dem Buch beschreibe, alle aus Zeitungen kommen. Ne? Satz sind diesmal nicht ironisch, im Abspann, alles was wissen wir von Journalisten. Ne? Denn ja, wer ist sonst anwesend im Irak beim Köpfen von Leuten, beim Ersttaten in Ruanda, bei den Killings etc.? Das waren in der Regel ein paar Journalisten, ein paar Filmemacher dazu, die das aufgenommen haben. Wir haben in diesem Fall nicht, wie ich das in Männerfantasien hatte, ich die Berichte der Freikorpsleute von sich selbst, von ihren Taten. Hier hat mich immerhin Breivik, der das ausführlich für sich beschrieben, niedergelegt hat. Bei den meisten anderen Killings muss man sich darauf verlassen, was die Journalisten gesehen haben und aufgenommen haben und dann schnell an ihre Redaktion geschickt. Ich benutze hauptsächlich Taz und Süddeutsche in diesem Buch. Und Autoren, die mir aus sozusagen jahrelanger Erfahrung verlässlich vorkommen. Man kann ja sonst Journalisten nicht immer unbedingt alles glauben, was sie erzählen. Besonders wenn es um politische Zusammenhänge geht, wo sie natürlich rumtricksen und rumdrehen. Ich denke, was ich hier benutzt habe, ist alles ziemlich verlässlich und viele gehen auch nicht mehr hin. Einige sind ja umgekommen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl von Journalisten, die in diese Kampf- und Kriegs- und Mordgebiete gegangen sind, die das nicht überlebt haben. Ist eine ganze Reihe. Jetzt ist aber gerade im Zusammenhang mit dem NSU natürlich die Tatsache, dass eine Frau auf der Anklagebank sitzt und einzige oder vermeintlich einzige Überlebende der Zelle als solche ist, widerspricht ja deiner, du sagst, das ist ja ein sehr männliches Prinzip, dieses zerstörerische Prinzip. Und wie kannst du Beate Zschäpe damit einflechten? Okay. Weil sie doch eindeutig zu dieser Sorte Killer nicht gehört. Selbst wenn sie in der Gruppe, ich weiß ja nicht, was sie genau bei dem Video gemacht hat, ob sie an dem Schnitt beteiligt war, an den Aufnahmen, gut, Sachen aus dem Fernsehen nehmen, ist keine große Kunst. Und wer die Animation gemacht hat, und Paulchen Panther, die Verse, vielleicht hat sie einige von den Versen gemacht. Gut, dann wäre sie auf der Ebene unter den Lachenden. Aber die Gruppen, die ich hier beschreibe, das sind nicht Leute, die aus der Distanz lachen, ne, sondern bei den Taten selber. Ne. Ich habe fast nur, es geht mir um die Fälle, wo der Killer beim Töten diese exzessiven, sagen wir ruhig, Lachanfälle hat. Und ich kenne keine einzige Frauengruppe auf der Welt, auf die das zutrifft. Das sind immer Männer. Es sind die mit der Machete hacken, die Kindersoldaten in Zentralafrika, die Kommunistenkiller in Indonesien, die in Guatemala etc. etc. sind immer Männergruppen. Es gibt keine Frauengruppe auf der Welt, die mit der Machete rumläuft und, wie Iviala das beschreibt, von morgens bis abends Körper zerhackt und sagt, ich liebe es, wenn Machete das Geräusch ins Fleisch hackt und ich gucke erst auf, wenn es dunkel ist. Das ist eine ganz eindeutig männliche Verhaltensform. Aber inwieweit passt dazu denn die gehirnliche Interpretation, die du uns präsentiert hast, funktioniert das nur bei Männern? Können nur Männer diese fragmentierten Körper haben, die sich dann im Gehirn abbilden? Oder warum gibt es das bei Frauen nicht? Nee, das gibt es bei Frauen auch. Die zerstörten Körper, in die eine bestimmte Menge Gewalt eingegangen ist, die kann es bei Frauen sogar in großer Menge geben, kommt auf die Kulturen an. Aber die Umsetzung davon, das motorische Ausagieren, das ist in fast allen Kulturen Männerprivileg. Ich sage sogar in allen, nicht in allen, die wir kennen. Frauen sind das ist eine 12.000 Jahre alte Geschichte, die es in etwa seit der Sesshaftwerdung in unserer Kultur, türkischer Halbmond, um 12.000, 10.000 vor, wo das anfängt. Daher kommen ja diese Sorte Körper, die wir haben. Daher kommt der Besitz, dass man nach den Jägern und Sammlern, die ja
nicht auf einem Fleck saßen, die mussten nicht ein Stückchen Erde verteidigen. Ab der Sesshaftwerdung gibt es Besitz, gibt es Vererbung, gibt es Familie, gibt es die Kontrolle von Frauen mit ihrer Sexualität und alles das. Die entsprechenden Religionen werden etwas später dazu erfunden. Und für den Männerkörper ist in dieser Kultur, und das ist auch eine der Sachen, wo die neueren Neurobiologen endlich so schlau sind, bemerkt zu haben, dass die Vererbungen von Verhaltensweisen nicht einfach biogenetisch sind, sondern dass sich sozial erworbene Dinge vererben. Und dieses in den männlichen Körper sozusagen eingegangene Privileg des motorischen Ausagierens, das steckt seit 12.000 Jahren im Männerkörper drin, in unserer Kultur. Und im Frauenkörper steckt drin ein anderer Umgang mit Zerstörung. Sie können das gegen die Kinder wenden, sie können das im Haus verschieden ausagieren, sie können das gegen sich wenden. Heute deutlich, dass Frauen stärker auf der Depressionsschiene vertreten sind, Männer mehr auf der Aktionsschiene nach außen, stimmt bis heute. Gut, und wir leben jetzt in einer Kultur, wo die Geschlechter die Möglichkeit haben, sowas auszugleichen, sich von solchen Jahrtausende alten Kodierungen zu lösen, was wir ja seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich merken. Es ist veränderbar, es verändert sich da was. Und es gibt, ich habe eine einzige Frauengruppe drin, eine Gang aus L.A., auch in einem Film festgehalten, die beschreibt, wie sie mit einer anderen weiblichen Gang aneinander geraten, weil L.A. so aufgeteilt ist, dass jede Gruppe die eigenen Grenzen da nicht überschreiten darf. Ein bestimmtes Gebiet, wo die zuständig für sind, dass sie in der Auseinandersetzung mit einer anderen Mädchengang einer der anderen Frauen die Kehle durchschneiden und dazu lachen im Film. Das ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe, wo das so auftritt. Ne? Gut, L.A. ist eine moderne Stadt, ne? Man kann sich durchaus... Also es ist nicht so, dass Frauen dazu körperlich in der Lage wären, aber kulturell ist ihnen das bisher verwehrt, auch noch aus einem anderen Punkt, der mir erst nach dem Buch richtig deutlich geworden ist, der steht da nicht drin, dass ein Punkt, den ich eben noch nicht erwähnt, füge ich mal noch kurz ein, wenn wir auch noch drauf kommen, also eine der Fragen, die ich gestellt habe, und ich beantworte längst nicht alle Fragen in dem Buch zu den Formen dieses Killings, eine war, dass es oft mit Vergewaltigungen verbunden ist. Und erst werden die Frauen vergewaltigt, dann getötet, manchmal auch nicht getötet, aber vergewaltigt meistens von diesen rumziehenden Männergruppen, schlachtenden Männergruppen, dass ich mich gefragt habe, unter anderem, weil ich das in keinem einzigen Buch diese Frage gestellt finde oder geschweige denn bearbeitet finde, wie schafft der Killer das, wie bekommt man eine Erektion, wenn man vergewaltigen darf oder soll. Aus den bosnischen Kriegen sehr bekannt, auch wie in besonders Ruanda beschrieben, die Situation, dass der Nachbar, die Nachbarstochter vergewaltigt, mit der er vorher, was weiß ich, vielleicht befreundet, nebenher gelebt hat, dann steht einer da und der Vater muss zugucken, bedroht ihn mit dem Gewehr und der andere vergewaltigt. Wie geht das? Was für eine Sorte Sexualität ist das? Also die Antwort, meine Antwort geht in die Richtung, es ist gar keine Sexualität. Es muss was anderes sein. Es ist die Verwandlung der Sexualität in diesen Körpern in eine Form von Gewaltakten. Denn Körper, die sexuelle Erlebnisse hätten oder die sexuell herangewachsen wären, würden das meiner Meinung nach nicht können. Ich behaupte sogar in dem Buch, niemand von den Männern, die ich kenne, wäre dazu in der Lage. Woher kommt, woher kommt die Erektion? Ja, wie kriegt man das hin? Das ist doch eine, also du regst dich in dem Buch sehr, sehr stark darüber auf, dass Leute erstaunt ausrufen, das sind ja ganz normale Männer. Das waren auch in der NS-Zeit, die im Vernichtungskrieg waren ganz normale Männer. Da steckt ja aber eigentlich drin, dass diese Potenz, nenne ich es jetzt mal, oder das Potenzial eigentlich in jedem normalen Mann drinstecken müsste, der mehr oder weniger dieses Fragmentierungssyndrom aufweist. Und das würde dem ja auch ein bisschen widersprechen, dass wenn es nicht normal ist und wenn es eine irgendwie irre oder nicht erklärbare Form von Sexualität ist, das würde doch sehr stark der Normalität dieser Männer widersprechen. Ja gut, erstens, Widersprüche machen nichts. Ja. Eine Menge Widersprüche gehören zum Denken, wo alles sich auflöst. Das ist ja dann Milchsuppe oder so. Die Antwort ist eher historisch.
Wir haben inzwischen, also die Männer, die ich beschreibe, die das nicht können und ich denke, die das nicht könnten, das ist eine neue Sorte Männer, die nach dem Zweiten Weltkrieg so aufgewachsen ist. Man kann sagen, bis Ende des Zweiten Weltkriegs wird in Deutschland, werden deutsche Männer und dazu erzogen, Verbrecher zu sein. Ne? Ganz simpel. Bestimmte Leute auszurotten, eine sogenannte Rasse auszurotten, das straflos tun zu dürfen, etc., etc. Die jüdischen Mädchen, der Jude, der dazu da ist, das deutsche Blut zu vergiften. Ne? Also wenn man was mit Juden zu tun hat, darf man die Frauen vergewaltigen, wie die deutschen Soldaten das beschreiben, in den aufgezeichneten Sachen, bevor man sie umlegt. Das ist in unserer Generation nicht mehr die Norm. Ne? Also es gibt zwar immer noch jede Menge dieser normalen Männer, ne? Wir haben ja die Vergewaltigungen bei uns, wie sie in Bosnien wird das beschrieben, dass das im großen Teil Leute aus den nach wie vor scharfen patriarchalischen Familien mit Befehlstruktur und wie Leute, die sich da auskennen, sagen, keiner von denen wächst auf ohne Waffe. Die Waffe kommt sozusagen in die Wiege, ne? Und die Waffe kann sich natürlich auch mit dem Geschlecht in einer bestimmten Weise verbinden. Das ist also belegt, dass es das gibt. Nicht? Das haben Leute meiner Generation zum großen Teil nicht. Also insofern ist das gar nicht so ein starker Widerspruch, sondern eher ein Hinweis darauf, dass die Sachen tatsächlich veränderbar sind. Nicht? Sonst würde es sich übrigens gar nicht lohnen, darüber zu schreiben, nicht? Wenn das eine konstante, eine unveränderte aus allen Gesellschaften wäre, dann könnte man das lassen und nur gucken, dass man sich verdrückt und möglichst damit nicht in Berührung kommt. Ich bin zwar auch nochmal mit Blick auf Beate Zschäpe noch nicht so ganz zufrieden mit deiner Antwort, weil wenn wir es juristisch betrachten, ist sie Mittäterin. Ja, sie war gewusst, sie hat es gebilligt, sie hat es gefördert, ja. Sie hat nur nicht den Abzug gedrückt und hat also jetzt nicht unmittelbar den Akt des Killens vollzogen und doch gehört sie zu der Häme dazu, zu dem schönen Leben, was die geführt haben in ihrer Homöostase, würde ich mal sagen. Ja. Und auch von dieser Homöostase, also von diesem Entspannungszustand, hatte sie Teil. Also daran hatte sie definitiv Teil, wenn man sich zum Beispiel die Zeugenaussagen über die vielen Urlaube anschaut, wo die drei als Einheit lachen und entspannt und auch freundlich und nett zu den Leuten, die sie kennengelernt haben, also richtig herzlich, liebevoll. Ja, aber da killen sie nicht. Da killen sie nicht, aber weil sie ihren Entspannungszustand anders erreicht haben. Ich habe sie auch heute lachen sehen im Prozess, ich war heute Morgen da drin, und zwar hat sie gelacht zweimal kurz, als die Juristen ihre Scharmützel austrugen, als der Richter mit einem der Verteidiger aneinander geriet und die sich gegenseitig belehrten, welche Sorte Fragestellung erlaubt sei im Prozess. Da ging ein Lachen über ihr Gesicht, so als wollte sie für sich sagen, diese Knallköpfe oder so. Ja. Was machen die da oder was machen die mit mir hier? Aber wir haben Frauen, die an Folterszenen beteiligt sind. Wir kennen ein paar aus dem KZ, aus den KZs. Wir kennen die Lindy England aus Abu Ghraib, die Wärterin war. Gut, die war da Teil einer Männergruppe. Das ist keine Frauengruppe, die da agiert hat. Und als Wärterin, wie auch eine Soldatin meinetwegen so agieren kann in der Männergruppe, dann macht man das, was die Gruppe macht, wenn man sich davon nicht ausschließen will. Das kann bei ihr durchaus auch so gewesen sein. Nicht? Und wer da noch alles zugehört hat, außer Bönhardt und Bundlos, wissen wir ja gar nicht. Das ist ja umstritten. Nicht? Das sind ja nicht nur die drei, nicht? Sondern der ganze Kreis darum, das Netzwerk, das ihr so tut, als wäre das nicht da. Nicht? Insofern also sind die so auf der Kippe mit dem Ausstellen. Sie wollen ihre Taten ausstellen. Das Staging ist genau da, wie man in einem Video sieht. Gleichzeitig wollen sie noch nicht aufgedeckt werden, weil sie weitermachen wollen. Was dann genau zu dem Selbstmord oder zu der Tötung, was immer das war, geführt hat, wissen wir ja nicht. Das könnte nur sie aufklären. Sie sagt aber nichts dazu. Sie sitzt da schweigend. Also wir können dann mutmaßen, mit Mutmaßungen. Ich bin dann nach diesem Buch auch sofort, als das rauskam, gefragt worden, was ich dann denke über den Selbstmordpiloten in dem Flugzeug, der das in die Alpen steuert. Und worauf ich nur antworten kann, I don't know. Ja, ich stell da auch nicht irgendwelche verrückten Vermutungen an, was man auf der Ebene nicht beantworten kann, sondern lassen.